meine sehr geehrten Damen und Herren, als wir die heutige Tagung vorbereitet haben, kam der Appell, wenn ich über Ökolandbau spreche, dann soll ich auch über Treibhausgase im Ökolandbau sprechen. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich den Vortrag zwei teile. Zum ersten werde ich also speziell über Treibhausgase sprechen und im zweiten Teil dann über den Ökolandbau. Von 1990 bis 2017 sind die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft von etwa 80 Millionen Tonnen auf 66 Millionen Tonnen gesunken. Das sind 14%. Jetzt müssten Sie schon mal klicken. Und das nächste Mal, dabei ist der Zurückgang in dem linken Teil, also in den ersten Jahren, ausschließlich durch die Reduktion der Tierbestände in Ostdeutschland resultiert. Und von 1994 bis heute haben wir eine Stagnation, eine Stagnation der Treibhausgasemissionen, obwohl wir das Ziel haben, bis heute schon etwa 25-30% weniger Treibhausgase in der Landwirtschaft zu realisieren. Deshalb dieses Bild nochmal. 1990 100% Treibhausgasemissionen in Deutschland. 2014, das sind die Zahlen vor dem gestrigen Regierungsbeschluss, 69% der Treibhausgasemissionen und im Jahre 2030 noch 30% der Treibhausgasemissionen und im Jahre 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr aus der deutschen Wirtschaft. Wenn Sie sich die Energiewirtschaft anschauen, bis heute 20% Reduktion, bis 30, 41% Reduktion, die Industrie 64 und 51%, also differenzierte Reduktionsvorgaben für die Wirtschaftsbereiche und für die Landwirtschaft, in der Tat die Reduktion auf 82%. Ich habe gesagt, wir haben jetzt gerade mal 14% erreicht, wobei das im Wesentlichen von der Tierproduktion kommt. Und 2030 sollen es 69% sein. Was heißt das eigentlich, Treibhausgase? Wenn wir das uns anschauen wollen, müssen wir uns die Landwirtschaft anschauen als Blackbox, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der baut Pflanzen an und diese Pflanzen nehmen jährlich Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und verwandeln den Kohlenstoff, der darin enthalten ist, dank der Sonnenenergie in pflanzliche Biomasse. Aus der Landwirtschaft heraus kommen pflanzliche und tierische Produkte und diese landwirtschaftlichen Produkte lagern Kohlenstoff ein, bestehen aus Kohlenstoff, und die Relation von Aufnahme von Kohlendioxid und Einlagerung in Lebensmittel, Industrie und Energierohstoffe ist praktisch der Saldo. Und dem steht gegenüber, dass die Landwirtschaft Treibhausgasemissionen verursacht, weil sie Energierohstoffe und chemische Rohstoffe in die Landwirtschaft reinholt. Und bei der Herstellung von Düngemitteln, von Treibstoffen, entstehen natürlich auch Treibhausgasemissionen. Wir haben also einen Rucksack an Treibhausgasemissionen für die Mineraldüngung, für die Zukäufe von Futter. Wenn wir Soja aus Amerika kaufen, ist das alles hier drin in dieser Bilanz, und Maschinen und Gebäude. Und auf der anderen Seite verursacht die Landwirtschaft selbst durch die Stoffwandlungsprozesse Treibhausgase, zum Beispiel emittieren die Wiederkäuer Methan. Methan ist 21 Mal so wirksam als Treibhausgas wie Kohlendioxid. Das heißt also, die Methanmenge wird mit 21 multipliziert, wenn es um diese Bilanzen geht. Moore emittieren Kohlendioxid, wenn sie genutzt werden. Wenn sie von
wieder vernässt werden, emittieren sie Methan. Das heißt also, hier ist die Frage zu klären, was ist jetzt für die Treibhausgasbilanz besser und wie wird es bewertet? Mineralische Düngung. Bei der Umsetzung entsteht Ammoniak, entsteht Lachgas. Lachgas hat den Faktor 210 mal Kohlendioxid. Also eine Riesenwirksamkeit auf die atmosphärische Treibhausgassituation. Organische Düngung, Methan und Ammoniak. Nutztiere atmen, veratmen pflanzliche Biomasse über den Atmungsprozess in Kohlendioxid, das in die Atmosphäre abgegeben wird. Und wir ernten ja nur einen Teil der gewachsenen Biomasse, die Kohlenstoff aufgenommen hat. Die wir nicht ernten, Wurzelrückstände, Ernterückstände, Rübenblatt und so weiter, emittieren, verrotten binnen Jahresfrist und die Treibhausgase sind wieder in der Atmosphäre. Nun kommt das etwas tragische Problem. Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung befasst sich nur mit den Treibhausgasemissionen. Da spielt CO2-Aufnahme durch die Pflanzen und Einlagerung in Nahrungsgüter keine Rolle. Der Klimaschutzplan sagt aber auch, alles das, was die chemische Industrie und die Treibstoffe angeht, gehört nicht zur Landwirtschaft. Obwohl Mineraldüngerherstellung ausschließlich für die Landwirtschaft erfolgt. Also es ist eine Inkonsequenz der Politik aus einem ganz einfachen Grunde. Alle anderen Wirtschaftsbereiche wie Verkehr, Wohnen, Industrieproduktion, Autoproduktion haben keine CO2-Aufnahme. Die haben nur Emissionen. Und weil man die Wirtschaftsbereiche vergleichen will, hat man den Nenner gesucht, wir reden nur über Emissionen. Landwirte müssen aber deutlich machen, dass Landwirtschaft eben noch eine ganz andere Funktion hat. Die rechte Seite, und das ist die Tragik, die ich vermitteln möchte, solange wir Wiederkäuer halten, werden Wiederkäuer Methan emittieren. Solange wir Tiere halten, wird organische Substanz umgesetzt im landwirtschaftlichen Stoffprozess. Das heißt, solange findet Treibhausgasemission statt. Anders ausgedrückt, es ist eine Illusion zu glauben, Landwirtschaft könne bis 2050 die Emissionen auf Null fahren. Das ist naturwissenschaftlich eigentlich überhaupt nicht diskutabel. Deshalb haben wir 1994 beginnend deutschlandweit Betriebe analysiert mit einem Verfahren, das heißt Kriterien der umweltverträglichen Landwirtschaft, und darin ist seit 2006 eine Treibhausgasbilanz beinhaltet, also zu einer Zeit, als in Deutschland fast niemand darüber gesprochen hat. Die Bilanz besagt, wir schauen uns an, wie viel Treibhausgase sind in pflanzlichen und tierischen Marktprodukten gelagert, in Form von Kohlenstoff. Kohlenstoff mit dem Faktor 367 multipliziert gibt den CO2-Gehalt. Davon müssen abgezogen werden die Treibhausgasemissionen, die aus der Vorkette Pflanzenschutzmittel, Treibstoffe, Düngemittel, Futtermittel, die wir einführen in den Betrieb, abgesetzt werden. Davon müssen die Emissionen abgesetzt werden, die der landwirtschaftliche Produktionsprozess selbst verursacht. Und das ergibt den Treibhausgassaldo der Landwirtschaft. Hier einmal eine solche Bewertung für einen gesamten Betrieb. Auf der linken Seite die Kriterien, die zur Umweltverträglichkeit gehören, ganz unten die Treibhausgaskriterien. Und dieser Betrieb ist optimiert, das heißt, er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Er hat nicht zu viel Stickstoff gedüngt, er hat nicht zu wenig Phosphor gedüngt, er hat richtig die organische Substanz dosiert, alles richtig gemacht. Und dieser Betrieb kommt zu einem Ergebnis bei der Treibhausgasbilanz, das zeige ich Ihnen dann gleich. Dieser gleiche Betrieb mit den praxisüblichen Fehlern, die wir machen,
also 30 Kilogramm Stickstoff zu viel. Ein Saldo von 60 Kilogramm entspricht der jetzigen Vorgabe der Düngeverordnung. Er hat also statt den gewünschten 30 Kilogramm N-Saldo 60 Kilogramm, statt den gewünschten 7 Kilogramm Phosphorsaldo 15 bei Kali, statt 21, 41. Beim Pflanzenschutz eine Erhöhung um einen Behandlungsindexwert und beim Diesel 20 Liter zu viel verbraucht. Ich zeige Ihnen dann, welche Auswirkungen das konkret hat am Beispiel. Nämlich hier, links jetzt der Betrieb. Die erste blaue Säule in den Bildern ist immer die Treibhausgasemission, also das, was von der Landwirtschaft in die Atmosphäre geht. Das sind in einem konventionellen Ackerbaubetrieb mit hohem Ertragsniveau 1800 Kilogramm Kohlendioxid pro Hektar. Dem steht gegenüber, dass der reine Ackerbaubetrieb, der alles richtig macht, 14.000 Kilogramm Kohlendioxid in die pflanzlichen Produkte eingelagert hat. Der Saldo beträgt 12 Tonnen CO2. 12 Tonnen CO2, rund und eckig, entspricht das einem Wert von 5 Tonnen Heizöläquivalente. Das heißt also, jeder Hektar, den wir Weizen anbauen, leisten wir so viel Treibhausgaseffekt, wie ein großer Einfamilienhaushalt mit 4.000 Liter im Jahr Heizöl verbraucht. Jeder Hektar. Auf der rechten Seite der Betrieb, der diese von mir kritisierten Werte gehabt hat. Und dieser Betrieb hat 2092 Kilogramm Treibhausgasemission, 14 Kilogramm mehr, als er haben dürfte. Also Landwirte, von diesem Zustand zu kommen, ist in jedem Betrieb möglich, wenn ich ein optimales Stickstoffmanagement beispielsweise betreibe, ein optimales Nährstoffmanagement betreibe. Und das sind immerhin 14% Senkung, die wir in den nächsten 10, 20 Jahren voll mobilisieren können. Das ist das, was realistisch an Entwicklung in reinen Ackerbaubetrieben möglich ist. Der gleiche optimal organisierte Ackerbaubetrieb, konventionell, verglichen mit einem Ackerbaubetrieb, der nicht nur 12% Mais anbaut, sondern der den Maisanbau in Richtung 30% erweitert. Also das, was Betriebe machen, die Mais für Biogasanlagen liefern und große Betriebe machen, die einen sehr hohen Viehbesatz haben, dann sinkt die Emission geringfügig ab, der Saldo steigt, weil die Aufnahme aus der Atmosphäre bei dem Mais deutlich höher ist als bei dem Getreide, das wir mit dem Mais ersetzt haben. Das heißt also, wir können mit diesen Belegen zeigen, beispielsweise 30% Maisanbau sind aus der klimapolitischen Sicht positiver als 12% Maisanbau. Gehen Sie mal in die öffentliche Diskussion, was wir da diskutieren. Wir diskutieren genau das Gegenteil von dieser Aussage. Und wenn Sie beispielsweise 5% der Fläche ganz stilllegen, dann wird die Relation schlechter, die Treibhausgasemissionen steigen, die Erträge gehen um 5% runter, weil wir 5% nicht ernten, der Saldo wird schlechter. Wenn wir also immer mehr stilllegen, die Wunschforderung, ist das klimapolitisch äußerst kontraproduktiv. Ich komme zu einem weiteren Vergleich. Ackerbau konventionell, Ökolandbau konventionell. Sie haben den Effekt, das zieht sich wie ein roter Faden durch, 1820 Kilogramm Emissionen im konventionellen Ackerbau, 992 Kilogramm im ökologischen Landbau. Die Welt ist klar. Wenn wir vom konventionellen Landbau zum ökologischen Landbau übergehen, halbieren wir die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft. Gelingt es uns, 100% Ökolandbau anzubauen, dann haben wir von den rund 90 Millionen Tonnen 45 Millionen Tonnen alleine dadurch erledigt. Also brauchen wir da gar nicht mehr zu reden. Ausweitung des Ökolandbaus. Es gibt bloß ein kleines Problem dabei. Der Ökolandbau erntet
die Hälfte pro Hektar. Er sammelt also auch die Hälfte Kohlendioxid pro Hektar aus der Atmosphäre ein. Und der Saldo geht von 12.000 Kilogramm auf 4.000 Kilogramm zurück. Also nichts ist mit den 100% Ökolandbau. So ist die reale Situation, die wir hätten, wenn wir diesen Weg gehen würden. Vergleichen Sie wieder den konventionellen Ackerbau mit einem konventionellen Gemischtbetrieb, der 20% Grünlandfläche hat, der 0,8 Großvieheinheiten hat, dann haben Sie den gleichen Effekt. Ein Teil der pflanzlichen Produktion wird von den Kühen gefressen und von den Kühen in das bisschen Milch und das bisschen Fleisch umgewandelt. Das heißt, dabei entstehen enorme Treibhausgasemissionen, sprich, die Emission steigt von 1.800 auf 5 Tonnen CO2 pro Hektar. Das gilt genauso für den Ökolandbau, nur auf dem niedrigeren Niveau. Ich komme dann zu einer ersten Schlussfolgerung. Wenn Sie sich anschauen, das, was die Politik heute ausschließlich tut, Politik einschließlich dem Deutschen Bauernverband, ohne Abstriche, diskutieren wir nur über Treibhausgasemissionen. Und das bedeutet, wenn wir einen Hektar Land stilllegen und gar nichts machen, dann tut sich dort aus der Treibhausgesicht überhaupt nichts. Das, was die Pflanzen in diesem Jahr aufnehmen, geben sie spätestens 12 Monaten wieder in die Atmosphäre ab. Der Treibhausgassaldo ist null. Wenn Sie die Fläche mulchen einmal, dann entstehen 127 Kilogramm Emissionen infolge des Mulchens, des Treibstoffverbrauches, dem keine wirkliche Leistung gegenübersteht. Wenn Sie reine Grünlandwirtschaft betreiben, mit 1,7 GV, das ist eine Kuh und ihre Nachzucht, bayerische Verhältnisse, dann haben Sie eine Emission von 8 Tonnen, wenn Sie den konventionellen Ackerlandbau betreiben mit Viehhaltung, 4 Tonnen bei Ökolandbau 4 Tonnen, bei konventionellen Landbau 5 Tonnen, bei dem Ökolandbau einer Ackerbau 1 Tonne, konventioneller Ackerbau 1,8 Tonnen und bei Energieholzanbau 500 Kilogramm. Ich sage nochmal, Politik diskutiert nur über die blauen Säulen. Wir müssen uns aber für die grünen Säulen unterhalten und müssen uns verständigen und müssen sagen, wenn der Saldo auf dem Grünland minus 6,3 Tonnen ist, dann muss man zur Kenntnis nehmen, wenn wir das Grünland in Deutschland weiterhin mit Tieren nutzen wollen, muss die Landwirtschaft diese Treibhausgasemissionen akzeptieren. Die werden auch 2050 nicht vermieden werden können. Und wir haben den Effekt, dass mit steigender Produktivität der Flächennutzung der Saldo immer weiter steigt. Allerdings, was nützt uns ein reiner Ackerbau mit Energieholz, wenn wir damit kein Gramm Nahrungsgüter erzeugen? Also das wäre natürlich aus klimapolitischer Sicht vernünftig, aus der Sicht der Landwirtschaft und aus der Ernährungssicherung ist das indiskutabel. Bedarfsorientierte, verlustarme Düngung, stärkere Anrechnung der Nährstoffe aus Wirtschaftsdüngung ist das, was Sie alle in Ihren Betrieben jeden Tag praktizieren können, praktizieren müssen, auch weil es klimapolitisch von großer Bedeutung ist. Ertragssteigerung wäre das beste Rezept, um die Treibhausgasemissionen zu verbessern, weil wir höhere Erträge haben, höhere Aufnahme aus der Atmosphäre realisieren. Also hier steht Sortenwahl, Anbauverhältnis, das, was Lichtenberg schon gesagt hat, dass wir ständig uns anpassen müssen, spielt hier eine Rolle. Neue Agrartechnologien,
Nur die Realität ist, dass wir in Deutschland seit 20 Jahren stagnierende Erträge mit der Tendenz zu reduzierten Erträgen haben. Verlustarme Ausbringung von Wirtschaftsdüngern ist ein permanentes Problem, aber da muss ich einfach sagen, ich glaube nicht, dass es in Brandenburg noch Breiteller und sowas gibt. Also hier ist schon viel getan, aber hier kann auch viel getan werden. Wiedervernässung von Mooren will ich mich zurückhalten, weil ich davon keine Ahnung habe. Ein zumindest ein spannendes Problem, weil eben die nicht vernässten Moore stark CO2 emittieren, aber die vernässten Moore eben Methan emittieren. Und die Reduzierung der Tierbesatzdichte ist ein ständiges Diskussionsproblem, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Was kann die Industrie tun, um uns weniger Rucksack zu beschaffen? Also Reduktion der Treibhausgasemissionen bei der Herstellung von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln. Nochmal, die chemische Industrie hat den Auftrag, diese Emissionen auf Null zu fahren. Ob sie das schaffen, werden wir sehen. Herstellung CO2-neutraler Treibstoffe, mal Klammer auf, wir waren schon mal sehr weit mit den Treibstoffen aus der eigenen Landwirtschaft. Bereitstellung effizienter Agrartechnik, wir werden in 15 Jahren mit Sicherheit keine ganzflächige Herbizidanwendung mehr haben, sondern wir werden Herbizidanwendung haben. Vor der Maschine wird mit Kameras festgestellt, wo die Unkräuter stehen, und in der Maschine wird genau an der Stelle gespritzt, wo die Pflanzen gestanden haben, um damit möglicherweise eine Halbierung des Herbizideinsatzes zu machen, ohne Wirkungsverlust. Züchterischer Fortschritt zur höheren Nutzungseffizienz für Wasser und Nährstoffe, zentrales Problem der Biotechnologie, und pflanzliche Analogprodukte für Fleisch und Käse ist eine ständige Diskussion. Es gab jetzt eine Veröffentlichung in der Zeit. Danach werden wir im Jahre 2040 42% des jetzigen Fleischkonsums durch synthetisch gewachsenes Fleisch, also gezüchtetes Fleisch, ersetzen. Weitere 20% aus Analogprodukten ersetzen und nur noch 30% des heutigen Fleischkonsums realisieren. Warum bin ich so skeptisch, dass die Landwirtschaft in der Lage wäre, die Treibhausgasemissionen, so wie es die Politik fordert, zu realisieren? Hier aufgetragen für 2019 der Treibhausgasemissionseffekt von Energieträgern, Diesel, Benzin, von Mineraldüngung, von Pflanzenschutzmitteln, Zukauf von Gärsubstraten, symbiontische Bindung, Zwischenprodukte, Koppelprodukte, Konservierungsverluste und Saatgutzuführung. Davon haben wir bis 2030, dank dessen, was die chemische Industrie leistet, was die Treibstoffindustrie leistet, eine Reduktion auf 84% und bis 2050 auf 63%. Nicht auf 0%, sondern auf 63% von heute. Wenn die Landwirtschaft sich nicht jetzt artikuliert in der politischen Diskussion, die so hochgekocht ist, und deutlich macht und sagt, wenn ihr weiterhin von der Landwirtschaft Deutschlands ernährt werden wollt, dann müsst ihr euch von diesem illusorischen Treibhausgasziel Null-Emission verabschieden. Jetzt komme ich zum Ökolandbau. Der Ökolandbau hat 2019 nur 56% der Treibhausgasemissionen des konventionellen Ackerbaubetriebes. Das ist das Betriebsbeispiel, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Der reduziert auf 50 und reduziert auf 37%. Das heißt, die Reduktionskurve im konventionellen Landbau ist deutlich stärker als im ökologischen Landbau. Das hat einfach damit zu tun, das kommt beim Bild nicht, dass der Anteil der aus der Mineraldüngerumsetzung in der Landwirtschaft nicht verändert wird, wenn wir das jetzige Düngungsniveau für den optimal organisierten Betrieb realisieren.
Landwirtschaft wird bis 2050 die Treibhausgasemissionen je Produkteinheit und je Hektar reduzieren in dem Bereich 10%, 15%, 20% durch bessere Organisation, durch sorgfältigen Umgang mit den Nährstoffbilanzen, mit den Einsatzfaktoren, die wir haben. Landwirtschaft wird die Treibhausgasemissionen nicht auf null reduzieren, wenn wir weiterhin Versorgungspflichten erfüllen wollen. Klimarelevant ist für die Land- und für die Forstwirtschaft der Treibhausgassaldo und nicht nur die Treibhausgasemission, die ist ein Bestandteil der Saldierung. Nicht bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche bewirkt keinen oder einen Treibhausgassaldo nahe Null. Mit steigender Tierbesatzdichte nimmt der Treibhausgassaldo ab. Je weniger Tiere wir erhalten, desto günstiger ist die klimatische Wirkung der Landwirtschaft. Mit steigender umweltverträglicher Intensität der landwirtschaftlichen Produktion steigt der Treibhausgassaldo. Wenn wir eine hochintensive, nachhaltige Landwirtschaft betreiben, leistet die Landwirtschaft den höchstmöglichen Beitrag zur Klimaentlastung der deutschen Gesamtsituation. Herzlichen Dank.